Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Alex. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier mal ein bisschen was verändert. Also ihr könnt jetzt demnächst, ich habe jetzt noch ein, zwei Videos, die sind schon etwas älter, die sind gerade also schon abgedreht. Da heißt, da wird man dieses Panel nicht sehen. Aber zukünftig in den anderen Videos könnt ihr dann immer genau sehen, hier unten, wann das nächste Video erscheint. So, heute geht es um was ganz Besonderes. Um was? Nach dem Trailer. So Leute, sind wir wieder. Und zwar, heute gibt es was zu essen. Und zwar wurde mir zur Verfügung gestellt von dieser Firma Pick and Pate, vier gesunde Suppen. Was ist an der Firma so besonders? Ganz einfach. Die Suppen sind alle vegan, natürlich hergestellt, keine Chemikalien etc. pp., keine Farbstoffe und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr gesundes Produkt. Jetzt haben wir hier eine Auswahl von vier verschiedenen Suppen. Natürlich hat die Firma noch andere Lebensmittel oder Suppen. Also es gibt hier noch Möhre, Ingwer. Dann haben wir hier noch rote Beete, Orange, Ingwer-Suppe. Und dann, was auch sehr interessant klingt, würde ich gerne mal probieren: Tomate mit Radieschen oder Kürbis-Kokossuppe. Kürbis-Kokossuppe ist bestimmt geil. Ist ja so, Kürbis-Kokossuppe ist ja wie so Kokossuppe, so wenn es bei Halloween an den ganzen Veranstaltungen gibt. Ja, dann haben wir Chili-Bohnen-Topf. Okay, den haben wir, glaube ich, hier. Müsste das hier sein. Also auf jeden Fall. Guckt mal auf die Seite von denen. Also, die haben sehr viele Produkte. Auch irgendwas mit Currywurst habe ich gesehen und irgendwelche Salate oder so. Müsst ihr selber mal drauf gucken. Preismäßig kann man jetzt sagen, kostet 4 Euro die Dose. Das wird im Kochtopf erwärmt oder in der Mikrowelle. Aber ganz ehrlich, die 4 Euro sind es definitiv wert. Ich habe schon hier genascht und man schmeckt definitiv die Qualität raus. Das handgemacht ist und qualitativ gemacht ist, ohne irgendwelchen Füllefranz. Also hier merkt man richtig so, dass hier frische Produkte drin sind. So, wie gesagt, ich habe jetzt nur eins probiert. So, und jetzt probieren wir das mal nochmal zusammen. Und zwar haben wir jetzt hier die klassische Erbsensuppe. Na, die kennt man ja eigentlich auch von früher. Da gab es hier dann so komischen Würste. So getrocknetes Zeug. Da hat man dann so eine Scheibe abgeschnitten und dann in heißes Wasser gekocht. Das war dann eher so eine Erbsensuppe fürs Militär, für den Krieg, nach dem Krieg. War auch ganz lecker, ja, aber alles sehr trocken und maschinell gestampfte Erbsen in dem Sinne. So, hier haben wir jetzt natürlich alles sehr frisch, wie man auch sieht hier, sehr dick, flüssig. Riecht hervorragend. Und schmeckt auch mega, mega lecker. Also, es ist so schön. Cremig, rotzig, so richtig so perfekt. Also hier haben wir jetzt indische Linsen. Riecht auch sehr geil nach Curry. Hier haben wir jetzt drin so Kartoffeln, Möhren, Linsen, klar. Und irgendwas Grünes, keine Ahnung, was ist das Grüne? Zutaten. Kartoffel, Lauch. Lauch ist das. Kurkuma ist hier auch drin. Sellerie. Mega lecker. Also ganz ehrlich, wenn man sich jetzt so eine Dose kaufen würde und man würde ein Restaurant aufmachen und würde den Leuten das nicht sagen, dass das hier so eine Dose kommt, einfach so erwärmt auf dem Teller. Also die Kunden wären fasziniert. Also das schmeckt so frisch, so richtig und knackig auch, nicht so schwappliges Zeug oder so. Man beißt auf den Möhren rum oder auf die Kartoffel. Ist auch bissfest, knackig. Echt mega lecker. Das war hier so ein bisschen scharf. Aber das ist Geschmackssache. Klar, ist ja Curry. So, okay, jetzt wird's nochmal scharf. Ein Chili-Topf. Haben wir Mais drin. Ein paar von den Kidneybohnen. Tomate.
auch wie, wie gesagt, boah, das war sehr scharf. Oh, ui. Boah, ui. Das ist aber auch mega geil. Also, was ich mir hier jetzt noch schon vorstellen kann, wenn man das zu Hause hat, geht man sich noch ein Stück Rinderbraten holen, schön ein paar Klümpchen draus schneiden und das dann nachher mit zusammengemischt, hat man einen richtig geilen, fetten Gulasch. Vielleicht machen wir das auch dann nächstes Mal, weil ich mache ja dann nächstes Kochvideos. Dann gehe ich mir dann, mache hier so eine Dose Roll. Oh, ist doch sehr scharf, aber scharf soll gesund sein. Wie gesagt, dann gehe ich mir hier eine Dose von holen, schneide da Fleisch rein. Ist bestimmt geil. So, jetzt haben wir hier Kichererbsen Kokos-Curry. Riecht natürlich wieder richtig gut. Jetzt haben wir hier drin pürierte Erbsen. Ja, also Kichererbsen. Kartoffeln müsste das sein. Lass mal gucken, bevor ich was Falsches erzähle. Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, Kreuzkümmel, Erbsen, Möhren. Ne, Kartoffeln sind jetzt hier nicht drin. Okay. Auch mega geil. Definitiv. Also Leute, esst nicht so ein Mist hier bei den Fastfood-Ketten oder sonst irgendwas. Kauft doch statt hier. Das ist echt lecker. Vor allem ist auch sehr praktisch. Also wenn man auf der Arbeit mal was essen will, kauft man sich so eine Dose. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt in die Mikrowelle tun kann. Aber, nee, glaube ich eher nicht. Aber ist ja egal. Nimmt man sich einen Behälter mit, schüttet das um, Mikrowelle kurz erwärmt, dann hat man ein Top-Essen. Wie gesagt, und es ist gesund. Es ist jetzt nicht irgend so ein Krempel. Mega geil. Also mein Favorit, der ist sowieso gerne Curry und Kram esse, ist auf jeden Fall das und das. Und also finde ich sehr lecker. Das ist natürlich auch sehr geil. Nur extrem scharf. Okay, kann man ja dann ein bisschen mit Sahne ein bisschen verdünnen. Wie gesagt, und dann noch. Ja, man kann das Zeug ja auch alles ein bisschen vergrößern, verstrecken. Man muss ja jetzt nicht unbedingt so eine ganze Dose so essen. Man kann es ja in den Topf, steht ja auch drauf, man sollte es in den Topf tun. Dann kann man es ja in den Topf tun, ein bisschen Milch, Sahne rein und ein bisschen, wenn man mehr essen will, tut man eben ein paar Kartoffelchen dazu schnibbeln. Einfach ein bisschen verlängern. Ist ja auch machbar, ist ja kein Problem. Wie gesagt, und hier würde ich dann nächstes Mal versuchen, mache ich das mal mit Fleisch, also Gulasch. Mäßig würde ich das hier mal machen. Wie gesagt, tipptopp. Also. Ja, wie gesagt, und das sind Produkte aus der Region. Konservierungsstofffrei, farbstofffrei, laktosefrei, gluten- und vegan. Und alles bio. Das heißt, das ist nicht irgendwie so maschinell erzeugte Erbsen, Kartoffeln, Kram, wo dann irgendwie ein Pülverchen mit Wasser angerührt wird und das heißt dann Erbsen. Nee, das ist alles hier frisch. Und das schmeckt man definitiv. Wie gesagt, geht mal auf die Homepage von den Leuten. Die sitzen in Köln. Und falls ihr das probieren wollt, gibt es in jedem guten Supermarkt. Also Edeka hat es auf jeden Fall. Real weiß ich jetzt nicht, aber Edeka, Rewe etc. pp. Einfach nochmal nach den Produkten gucken. Kauft euch eine Dose, probiert es, lohnt sich definitiv. Also top. Wie gesagt, ich sage das jetzt nicht, weil ich irgendwie Geld dafür bekomme oder sonst was. Nein, ich bekomme hierfür nichts. Ich mache dieses Video nur, weil es steht zu dem Produkt. Ich finde es gut, dass es solche Produkte gibt, weil es gibt viel zu viel Müll, was man essen kann. Dann isst man da irgendwas und sagt, lecker, toll. Und dann 5 Minuten später hat man voll die Bauchkrämpfe und Bauchschmerzen. Man weiß nicht warum und wieso und weshalb. Ja, weil man nicht weiß, was drin ist. Hier weiß man es. Deswegen sage ich, das Produkt ist lecker, dieses Produkt ist super. Und nochmal, ich bekomme da kein Geld für oder sonst irgendwas. Ich habe die Produkte selbst erworben und stehe dazu und deswegen mache ich schon ein Video zu. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, Daumen rauf und so weiter und so fort. Ihr wisst auch Prozession. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.